Warum benutzt er denn jetzt den Schlüpfer? Aber der scheint noch sauber zu sein. Alles gut, Chief. Guck mal. Ich Dinos. Ja, schütz dich. Wenn ich Werbung schauen möchte, dann spiele ich das Spiel. Das macht doch gar keinen Sinn. Was? Hey Leute, was geht? Hallo, das ist mein Intro. Du bist hier zu Gast. Nicht mehr. Daniel hier mit. René, hallo. Hallo René. Hallo. Nachdem du jetzt gerade schon mein Intro zerstört hast. Upsi. Es war furchtbar, was du gemacht hast. Das wollte niemand hören. Ich schon. Und es wird bestimmt mindestens eine Person geben, die in die Kommentare schreibt, ich auch. Also, ich vertraue auf euch, Leute. Also, René. Ja. René. Ja. Hat gerade vor meinem Studio gesessen und hat so geklingelt mit so einem Glöckchen und hat so gerufen: Mama Danja! Mama Danja! Ja, und dann stimmt, bin ich rausgelaufen, wollte ihm so zur Hilfe eilen, weil ihr wisst, ich bin sehr stark und das rufen immer alle, wenn sie Hilfe brauchen beim Tragen, meinen Namen. Und bin ich halt hin und wollte helfen und er so, ich habe ein Mobile-Spiel gesehen, das will ich unbedingt spielen, können wir das bitte spielen? Und dann habe ich gesagt, na klar, wenn du so lieb fragst, dann spielen wir das. Und deshalb ist er jetzt hier, Leute. Ja, also ich muss sagen, du hast dir sehr viel Mühe gegeben bei der ausgedachten Story. Deswegen will ich dir eigentlich das überlassen. Aber Leute, wir wissen natürlich trotzdem die Wahrheit, dass man natürlich so gerne mit mir spielen will, dass das natürlich genau andersrum war. Naja, ihr könnt das wieder entscheiden in den Kommentaren. Die Entscheidung liegt bei euch. Leute, wir haben uns heute wieder ein ganz besonders furchtbares Mobile Game ausgesucht. Und wir haben uns was überlegt. Und zwar haben wir bei der Auswahl des Mobile Games zufällig Kommentare gelesen. Und wenn wir das Spiel gespielt haben, werden wir die witzigsten Kommentare nochmal vorlesen, so wie die Leute klingen, die diese Kommentare geschrieben haben. Also wie die in unserem Kopf klingen. Und wenn wir das häufiger machen sollen, dann zeigt uns das gerne mit einem Daumen nach oben und einem Abo. Und jetzt legen wir erstmal los und spielen das Spiel. Jetzt geht's los. Okay, René. Also. Also, wie heißt das Ding denn überhaupt? Ein komischer Name. Wir schreiben das hier hin, wie das heißt. Ja. Aber es war sehr weit vorne in den App-Charts. Ja. Also, es muss was dran sein. Es muss eigentlich, ich würde es eigentlich gar nicht sagen, weil es stimmt eh nicht, aber es muss eigentlich gut sein. Egal. Wir schauen mal. Also, es geht damit los, dass wir hier irgendwas auf jeden Fall da hinschieben müssen, dass sich irgendwas auf. Sein Sehvermögen muss verbessern. Genau. Und Brillen sehen besonders cool aus in die Haare so, deswegen machen wir das so. René, Sehvermögen, womit siehst du? Siehst du mit deinen Haaren oder was? Dann nein, ich will nicht sehen, ich will cool aussehen. Ja, toll, jetzt habe ich den verhaftet. Das war eine schlechte Idee. Tut mir leid, dass ich dich verhaftet habe. Wenn er, das ist auch geile Logik. Wenn er nichts sieht, dann wird er nicht verhaftet. Und wenn er was sieht, warum? Okay, lass ihn fliehen. So. Okay, okay. Dann lass ihn mal abheben. Ja, okay. Gab es sowas aber wirklich? Weil ich sehe das voll oft in so Comics. Aber haben die das wirklich gemacht im Zirkus? Also, ich ist will mich was, jetzt. Was passiert ist? Ich will nichts Falsches erzählen. Aber ich glaube, es kann sein, unter Umständen, vielleicht zu 10% Wahrscheinlichkeit, dass ich mal ein Video gesehen habe, in echt, wo sowas gemacht wurde. Echt? Aber ich bin mir gar nicht sicher. Aber das geht doch eigentlich nicht. Das geht eigentlich wir müssen das mal herausfinden. Dann zünden wir das hier mal an. Oh oh. Ups. Also der ist gerade irgendwie aus dem Zelt rausgeflogen und die Masse ist halt nicht mal begeistert. Kein Klatschen, kein nichts. Gar nichts. Baue einen Rucksack. So, was packen wir in den Rucksack rein? Ich soll einen Rucksack bauen? Ja, genau. Ich glaube, wir sollen ihn packen. Mit Hammer und ja. Also, Essen wichtig. Guck mal, der sieht aus wie Donnie. Kommt. Ja, wobei der sieht ziemlich jung aus, muss ich sagen. Aber. Ja, das ist Donnie in Jung. Ja, genau. Donnie vor 70 Jahren. Okay, wir haben Essen reingepackt, aber Donny ist scheinbar noch nicht zufrieden. Donny will noch Klamotten. Warum willst du denn die Klamotten mitnehmen in die Schule? Ja, wenn man nass wird und sich umziehen muss. Ja, okay. Also brauchst du mich nicht fragen, das muss ich jetzt Donny fragen, warum er noch mehr Klamotten will. Ja, dann nimm, pack ein. So, rein damit. Oh nein, oh, der Arme. Donny. So, und was macht man, wenn der Rucksack schon so groß ist und man schon am Schwitzen ist, weil es so schwer ist? Schulbücher einpacken. Ja, einen schönen Brockhaus noch damit rein. Schön. Nicht nur einen, sondern 1, 2, 3, 4, 5, 6, einige. Einige. Ups. Ups. Hast du Spaß? Bewerte also, uns, wir werden gleich die Kommentare. Wie gesagt, die meisten Leute haben bei der Frage gesagt, nee. Nein.
Da haben die meisten Leute gesagt, ich finde es bisher ganz lustig. Ja, ich finde es eigentlich auch ganz gut. Rette ihn. So, rette ihn. Das okay. Jetzt übernehmen. Warte, stopp. Ich möchte wissen, was hier passiert ist. Was muss passieren, damit du in einer Herzchenschlüpferunterhose irgendwo weit runterfällst? Was ist passiert? Nichts gegen Herzchenunterhose. Nee, ich möchte aber wissen, also, wie kam das jetzt dazu? War der in einem Heißluftballon und hat sich oben so gedacht, voll warm? Komm, boah, ja, einfach alles weg damit. Alles und dann springt man einfach runter. Und dann hat der Heißluftballonführer gesagt, so, ah, nee, aussieht blöd, ich werf dich jetzt hier raus. Ja, genau, ich glaube, genau so war das, ja. Okay, ich rette ihn jetzt erstmal. Oh, das ist aber ein schöner Helm. Guck ich mal. Ich sehe eine ziemlich große Ähnlichkeit. Warum hat er denn jetzt? Warum benutzt er denn jetzt den Schlüpfer? Aber der scheint noch sauber zu sein. Alles gut, Chief. Ich kann mir nicht sauber vorstellen, dass das geht. Aber der trägt jetzt auch keine Unterhose mehr. Der hat nur noch den Anzug. Aber wozu hat Chief denn jetzt den Anzug angezogen? Mücken. Keine Pickel ausdrücken, sondern nur Mückenstiche. Also von allen Sachen, von allen Tieren vor allem auf dieser Welt, wo ich mir echt mal dachte, so, da würde ich gerne mal in der Haut des Tieres stecken, waren Mücken bisher nicht auf Platz 1. Nee, auf Platz 2 und nicht auf Platz 3 und auch nicht auf Platz 2346. So, jeder auf jeden Fall Durst. Guck mal! Oh, romantisch! Romantisch, Herr Mann! Wir haben uns auf jeden Fall das Dream Couple gefunden bei unseren beiden Mücken. Oh, wir sind einfach solche Verkuppler, Leute, ey, wenn ihr verkuppelt werden wollt, ruft uns an. Ja, wenn ihr Mücken habt, die verkuppelt werden sollten, ruft uns auch an. Wir wissen, wir können das. Hilf dem Streamer. Ja, das kann ich als professionelle Streamer. Ja, was braucht die? Also sie braucht auf jeden Fall Kopfhörer, weil das macht jeden Stream halt 800 Mal besser. Sie braucht Licht, weil, ich sag's euch, wie es ist, ich mach mal ganz kurz, dann sieht man jetzt, wie furchtbar wir eigentlich aussehen. Sehen wir auch so, keine Sorge. Mach wieder an. Das bekommt sie auch. Sie bekommt ein sogenanntes Ringlicht. Und sie braucht selbstverständlich, wenn sie was daddeln will. Also sie hat eine Tastatur, deshalb braucht sie nicht unbedingt einen Controller, aber sie bekommt trotzdem einen. Aber für manche Spiele Controller einfach besser. Guck mal, jetzt sieht sie irgendwie so viel. Das ist happy, aber so angespannt happy. Ja. Oh, verstecke dich. Verstecke dich vor den Wächtern. Ja, ich bin natürlich ein Fuchs. Und nehme jetzt einfach Tarnfarben, also nicht Camouflage, aber einfach genau dieselben Farben. So. Einfach die Farben, so, die da sind. Man sieht nichts mehr. Gar nichts so, mehr. Man hat natürlich auch immer einen Pulli zur Hand, der genau dieselben Farben hat wie die Wand, vor der man sich versteckt. Nämlich so. Ja. Und dann haben wir natürlich noch unsere hellgrüne oder hellbeige Hose dabei. Wir haben es jetzt trotzdem einfach gefunden. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, der guckt so skeptisch, aber der sieht nichts. Der sieht aus wie du. Der ist blond, ich bin braunhaarig. Case closed. Stimmt nicht. Das ist nicht. Aber blonde Haare, René. Treib's nicht zu weit, Madame. Dunkel, blonde Haare. Oh, finde ich. Du hast was zu tun. Oh, ich darf Küken finden. Oh, Claudio wäre jetzt richtig glücklich. Stimmt, die müssten wir eigentlich herholen, dafür, dass er hier ein paar Küken finden darf. So. Oh, guck mal. Eier, Nest sieht und ein bisschen Boden fertig aus. Ich, Dinos! Oh. Okay, werde den Vampir los. Okay. Dafür brauchen wir doch eigentlich nur Knoblauch. Also hier, Patsch! Patsch! Hau ab! Ab mit dir! Raus! Sieh zu, dass du Land gewinnst! Zieh Leine! Knoblauch? Reicht den. Ich glaube, der reicht noch nicht. Der muss, glaube ich, erstmal seinen Mantel weglassen. Guck mal. Tageslicht. So. Ja. Dem geben wir jetzt hier aber mal noch mehr Licht als hier bei unserer Beleuchtung. Ja. So. Aha, und jetzt machen wir da. Ja. Sonne scheint. Guck mal, und jetzt. Aha, und jetzt kriegt er die geballte Ladung. Pum! Oh, tut mir voll leid. Mir nicht. Ich glaube, du hast ihn. So Fledermaus gemacht. Der arme Vampir. Du hast ein Bild ausgemalt. Okay, male nach Zahlen aus. Oh, das gefällt mir. Okay. Dahin. Ach, großartig. Guck mal. Ich das geht dir. Hast du traumhaft gemacht. Oh, guck mal. Und sie bewegt sich sogar. Das ist eine Tanzente. Ja. Leg's auf den Grill. Was für ein Grill? Das ist kein Grill eigentlich. Leg es auf den Grill? Hä? Hä? Oh. Ich glaube, da ist irgendwas schiefgegangen mit der Dingsbums. Übersetzung. Okay, wir müssen scheinbar jetzt hier. Also eigentlich sind wir gerade Zahnärzte. Genau, wir müssen ein paar Klunker reinmachen. Ein paar Klunk. Also das sieht doch ganz nett aus. Sieht nett aus, ja. Hilf ihm beim Reichwerden.
Guck mal, da ich pflanze jetzt ein Geldbäumchen. Eine Europflanze wird da jetzt hier gezüchtet. Gepflanzt. So, schön. So. Ui. Zwei. Mal. Hä? Jetzt guck. Ui. Oh, das wäre schon praktisch, so oder? So läuft das, Leute. Das ist aber einmal hier Millionär geworden. Einfach einen Euro einpflanzen. Ein bisschen Wasser bisschen gießen. Drauf. Bisschen Erde drauf. Okay. Ui. Der will vermöbelt werden. Ja, schütz dich! Ja, ich kann ja nicht hier gleichzeitig mich vor dir schützen. Du musst hier kurz Pause machen. Schütz kurz. So. Wieso, wieso soll denn eine Unterhose? Sollst du schützen? Ja, es weiß so. Keiner, warum er eine Unterhose anhat. Ja, okay, ich bin geschützt. Du kannst mir nichts mehr anhaben. Ich bin geschützt. So. Guck hier, der Clown will jonglieren. Das ist eine Aufgabe für dich. Clowns. Die Clown-Aufgabe. Ich mag keine Clowns, deshalb lasse ich dich jetzt. Oh, zum Glück Werbung. Ist noch Werbung. Huch, hi, Karambarimba. Oh, aber ich glaube, der Clown war es jetzt. Weil ich glaube, es ist tatsächlich wirklich so in diesem Spiel. Es ist immer das Gleiche. Ja. Laut unserer Einschätzung ist dieses Spiel ein bisschen eintönig, aber. Wir gehen jetzt direkt mal noch zu den Kommentaren, das weil bestimmt, die waren einfach großartig. Das wird bestimmt niemand genauso gesehen haben. Niemand das hat wird, das. Das wird nur 5-Sterne-Bewertung gegeben haben. Safe. Denke ich, ganz sicher. Bin mir sicher. Ist ja immer so bei solchen Apps im App Store, da beschwert sich halt in der Regel keiner über irgendwas. Niemals. Was für ein Schwachsinn. Man muss nur die Dinge hochziehen. Gibt nichts zum Überlegen, gar nichts oder entscheiden. Und während jeden Levels manchmal sogar zweimal Werbung. Und das bei gerade mal maximal 5 Sekunden pro Level. Leider kann man keine 0 Punkte geben. Wuff, was ist das wirklich deine Meinung oder hast du was geschauspielert? Hab ich einfach geschauspielert. Weil das klang schon sehr authentisch. Ja. Ich bin so wütend, denn das ist nicht euer Ernst. Wenn ich Werbung schauen möchte, dann spiele ich das Spiel. Das macht doch gar keinen Sinn. Was? Wenn ich Werbung schon bin, ich dachte, jetzt kommt, dann gucke ich Fernsehen oder so. Ja. Aber egal, ich bin immer noch wütend. Habt ihr das so nötig? Schade, dass man keine Minuspunkte verteilen kann. Nee, nee, nee. Echt mies. Kein weiterempfehlen und auch gleich deinstalliert. Also, sowas habe ich in meiner ganzen Spielzeit noch nicht erlebt, ja. Mitten im Spiel Werbung einzublenden. Werbung! Ihr habt echt nicht alle Latten am Zaun! Deinstalliert. Punkt! Punkt! Und dann noch so zwei Emojis, die man hier nicht erkennen kann, die so wütend waren, dass das hier einfach nicht angezeigt wird. Deinstalliert! Also, dieses Spiel, das ist so langweilig, weil die Levels immer wiederholen. Bis Level 559 gekommen. Und es wiederholt sich jedes Mal. Also, er hat alles gegeben. Also scheint ja schon echt langweilig gewesen zu sein, wenn man nur bis Level 559 spielt. Also, stell dir vor, du spielst doch bis Level 559. Dann fällt dir auf, ist langweilig eigentlich. Oh nein! Das ist so schlimm, dachte ich nicht. Das war's schon. Das hat er nicht gedacht. Man hat auch manchmal das Gefühl, ist das eher so eine tiefe Stimme, die das gerade geschrieben ja. hat? Oder so eine hohe Stimme? Und die, das ist so schlimm. Das war einfach so eine hohe Stimme. Ja. Mitten im Level Werbeeinblendung geht ja gar nicht. Gar nicht! Gar nicht! Punkt! 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 Oh, geil, okay. Es ist ja auch was Positives. Ja. Also 4 Sterne? Ja, es ist cool. Aber eine einfache, nur. Nee, also, ich bin sprachlos. Bye. Was war das? Dieses Spiel ist so cool, das ist der Hammer! Spielt das jetzt! Okay, let's go! Let's get ready to rumble! Das muss man eigentlich so sagen, wie die Leute auf der Kirmes, die dann so ja. ansagen. Oh, los geht's! Ja. Los geht's, es geht wieder los. Noch eine Runde, alle auf die Autoscooter, ab sofort. Also ich gebe einen Stern, weil es nicht so wie in der Werbung. Es ist so. Es ist nicht so, Leute. So.
Storytime. Es ist so. Man muss nur die Sachen nennen, man muss ihr gehören, also nur ein Stern! Entschuldigung, das ist groß geschrieben, dann ist es geschrieben. Ja, natürlich. Ja, also dann muss man mindestens 120 Dezibel erreichen, wenn das in Caps Lock geschrieben ist. Genau. Darunter ist klein geschrieben. Okay, letzter Kommentar. Okay, wir suchen uns noch einen netten aus. Ein lustiges, tolles, manchmal auch schwieriges Spiel. Das ist doch mal eine sehr inhaltsvolle Rezension. Das sind ganz viele Adjektive untergebracht. Also wir haben ja jetzt zum Beispiel nicht bis Level 559 gespielt. Das kann natürlich sein, dass es noch schwierig wird. Ja, müssen wir vielleicht noch. Vielleicht sollten wir mal noch so weit spielen. Also es war schon zwischendurch natürlich sehr, sehr schwierig. Man habt ihr ja gesehen, Leute. Aber ich glaube, irgendwann muss es nochmal schwieriger werden, sonst kann es nicht so eine Rezension geben. Nein. Aber lustig war es auf jeden Fall. Ja. Auch schon in den ersten. Also es hat mal wieder Spaß gemacht. Leute, spielt Mobile jetzt unbedingt mit euren Freunden, das ist immer sehr viel witziger. Und wenn es euch auch Spaß gemacht hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Mal. Ciao. Ciao. Mann, du hast einen Schmidt gemacht. Einen Schmidt gemacht. Können wir nochmal machen? Ja, okay. Okay. Ciao. Okay, ich zähle runter von drei. Drei, zwei, eins. Ciao!